am Film, wir machen unser eigenes Festival hier, was ja immer noch besteht. Mhm. Und die Technik schreitet. Ich meine, es ist ja so, wir Schauspieler in Amerika, wir haben ja schon irgendwie Bedenken, dass wir eines Tages nur bestellt werden für einen Tag. Hinstellen, Profil, genau. Profil, einmal traurig, einmal lächelnd und dann werden wir durch die Filme geführt. Und dann habt ihr frei. Aber dann haben wir frei und verdienen viel Geld. Ja. Aber ich glaube, das Schöne ist ja, dass ein Computer hat keine Seele. Hm? Und wenn sie auch nicht schaffen, dass ein Computer eine Seele hat. Und von daher ist das Thema, es ist ja versucht worden, wie hieß der Film, mit der Lara? Lara Croft. Ja. Ja, genau. Und ich habe es mir nicht angeguckt. Angelina Jolie heißt sie. Also ich habe das mir nicht angeguckt, das ist zu viel Technik. Also wenn es dann nur, ich habe ein Videospiel gemacht, was jetzt auf den Markt kommt oder schon ist. Das heißt Yuri's Revenge, Red Alert, wo ich einen Russe spiele. Ja. Russen. Und das ist interessant. Du bist dann digitalisiert worden für das Computerspiel. Nein. Das ist die Verfilmung von dem Computer. Die Verfilmung, das ist einfach so, dass du zum Beispiel als Schauspieler, wie genau die Fernsehsprecher von CNN, dass du eigentlich im Kostüm, in der Dekoration, in die Kamera schaust und versuchst abzulenken, sagst, geht nicht dahin, geht dahin, hört auf mich. Und du liest den Text ab vom Monitor, also das ist auch eine einfache Arbeit. Mhm. Und das ist faszinierend. Ja. Das finde ich gut. Aber so für Filme auf der großen Leinwand finde ich dann immer noch, schöne Geschichten besser. Ah, ja, und richtiges Leben, das wäre ganz gut. Wir haben jetzt gerade das Korn-Video zum Einstieg ins Interview gezeigt. Ja. Make Me Bad, wo du mitgespielt hast. Make Me Bad. Make Me Bad, das magst du, ne? Den Ausdruck. Ja, natürlich, das muss ich ja zwei Tage hören, Make Me Bad. da spielst du auch mit in dem Musikvideo. Eines deiner Musikvideos ist das. Was ist für dich die Motivation, in einem Musikvideo mitzuspielen? Ist das so ähnlich wie bei den Werbekampagnen, die du machst, eher Kontakte knüpfen an? Nicht nur Kontakte knüpfen, sondern ist auch diese Schnelligkeit. Und du lernst natürlich, also ich kriege oft Angebote für Musikvideos. Mhm. Und dann suche ich mir schon aus, wer das macht. Und das ist ja ein... Der Regisseur. Okay. Und die Band natürlich. Die muss auch Band. Erstmal die Band. Okay. Erstmal die Band, dann wer macht die Regie. Und dann ist ja wichtig für uns als Schauspieler, dass du... Es sind ja so viele Regisseure, die Videos machen und Commercials machen, die anonym bleiben. Mhm. Aber du weißt dann zum Beispiel, ich habe für Mercedes und einen Werbespot gemacht mit Michael Bay. Und der hat dann später mich für Armageddon genommen. Ja. Also du machst einen Kontakt, du siehst, es ist eine ganz andere Arbeit. Du musst ja innerhalb von, beim Videoclip oder bei Commercials, musst du ja innerhalb von 3 Minuten eine Geschichte erzählen. Also ist das Spiel auch ganz anders. Da gibt es sich mit langen Blicken irgendwo verträumt hin. Das muss zack und dann wird schon geschnitten. Und ja. ich finde das schön. Für mich ist auch wichtig, dass ich... nicht jetzt mich vor die Bücherwand setze und sage, ich habe ja mal da gemacht, ne? Sondern auch mit dieser jungen Generation, also wie du, zusammenarbeite und diese, und auch, ich habe junge Freunde wie Nicoletta Krebitz zum Beispiel, und erfahre, wie man denkt. Die ganze neue Generation, auch Claudia Michels und alle, die neue, junge Generation in Deutschland, ist so verschieden von den Schauspielergenerationen, von meiner Generation, das war so, und jetzt ist das so natürlich alles, so nicht spielen. Ja. Und von daher ist Musikvideos für mich wichtig, weil das ist ja so ein Zeitgeist. Ob ich jetzt da, ich habe jetzt das erste Video gemacht, auch mit Farbigen, also mit Eve, und das war auch eine Erfahrung. Ja. Das ist wieder was anderes, die Mentalität und so. Ja, aber das ist sehr, sehr sexy, extrem. Reich und teuer wirkt das alles, ja. Und ja, die Musikvideos sind ja auch teuer. Ich meine, es kann sich ja... Ist das was für dich grotesk ist, dass manche Musikvideos mehr kosten als der ein oder andere Lars von Trier-Film? Ärgert das einen? Naja, natürlich nicht. Ich meine, ich finde es schön, wenn Michael Jackson Marlon Brando, glaube ich, für 1 Million verpflichtet, dass er mir so eben kurz über die Schulter guckt. Ist doch wunderbar. Ja, das freut Marlon Brando wahrscheinlich. Ja, aber das ist so die Publicity. Ja, da spricht dann jeder drüber. Michael Jackson, der es gar nicht nötig hat, nimmt sehr wahrscheinlich einer seiner Lieblingsschauspieler, Marlon Brando, für über die Schulter. Da sieht man ja kaum. Aber man erkennt ihn, weil es ein typisches Klischee ist. Vom Profil von Marlon Brando. Also ich finde,
Werbung gut. Ich habe jetzt gerade, läuft in Amerika, spiele ich den Teufel für Miller Bier und die Hölle ist eingefroren und ich kann das gar nicht verstehen, warum die Kleinen, dass meine kleinen Assistenten alle mich mit Schneebären bewerfen. Ich sitze nur da so und sage, how can this be happen? Der Teufel mit Hörnern. Und dann sehe ich, sie läuft so eine Stange da durch die Hölle und dann gucke ich da hin und dann gucke ich, ob niemand schaut. Und dann gehe ich dann auch an die und leg die Stange ab. Aber die Werbung ist, das sind ja kleine Filme. Ja. Und Musikvideos, ist was anderes. Musikvideos, das ist ja so schnell alles, weil das ist ja auf Takt. Das ist ja auf Takt geschnitten. Das, wovon mein Vater immer Kopfschmerzen kriegt. Deswegen kann er mich nie im Fernsehen gucken. Ja, ja. Ehrlich? Er kann es nicht ertragen. Wegen des schnellen Schnitten, dann sagt er, nee, hau mir ab, bitte, Scheiße. Das ist ja nicht, ich meine, ich liebe ja auch... Ich liebe auch Beethoven. Es ist ja nicht, es kommt ja auf die Stimmung an. Ich meine, wenn ich abends ausgehe, bevor ich in die Diskothek gehe, höre ich bestimmt nicht Beethoven. Dann bringe ich mich halt in Form. Ja, erstmal eingruben. Hey, Brother. Jetzt halt mal los. Wir machen nur eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück mit Udo Kier. Schnell einen Schluck trinken. 1, 2, 1, 2, Soundcheck. 1, 2. Laufen wir? Laufen wir. 1, 2. Soundcheck. Das ist ein neuer Song. Laufen wir? 1, 2, 1, 2. Ja, gut. Du magst Rap, ne? Ja, sehr. Ja. Ich mach wenig Sport, das ist doch cool, kann den Körper bewegen. So Rap-Sport, das neue Ding in L.A. Das neue Ding in L.A. Es gibt da eine Sache, ein sehr interessantes Langzeitprojekt, wo ich sehr begeistert von bin. Du und Lars Trier, ihr trefft euch seit ungefähr 5 Jahren schon. 7 Jahren. Ah, oh, 7 Jahren schon. 7 Jahre. Und drehen jedes Jahr 3 Minuten. Und wir dürfen nicht darüber reden. Und die Premiere ist im Jahre 2024. Dann wird es ja wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen. Und Ich hoffe nicht. Sagen wir mal so. Wenn, dann schiebe ich dich. Ach, das ist lieb. Den Berg hoch und wieder. Immer hoch, das Studio. Hin und her, hin und her. Das ist der Udo. Und interessant ist, dass wir halt jedes Jahr 3 Minuten drehen. Und ich hoffe, dass ich das erlebe, die Premiere, weil das ist natürlich für einen Schauspieler das Größte, sich selbst, glaube ich, zu sehen, ohne Schminke, 30 Jahre älter zu werden. Das ist ja dann wie so ein Murbridge-Bild, wo du immer kleiner wirst und immer so. Und das machen wir jedes Jahr. Ich fliege auch am Freitag fliege ich wieder nach Kopenhagen, weil es wieder Weihnachten ist. Ja. Und also Lars von Trier ist sowieso für mich... einer der besten europäischen Regisseure, weil er auch, wenn man so überlegt, dass er Emily Watson nie an Filmen, Oscar-Nominationen, Björk jetzt. Es war auch schön, ich war beim Björk-Konzert. Ah, hier Monsieur auch. Ne? Monsieur war auch bei Björk. Und ich fand das so faszinierend, weil ich hatte Björk ja nicht kennengelernt. Mhm. Obwohl wir zusammen gedreht haben, aber sie war so in ihrer Konzentration. Du kannst ja nicht, wenn jemand da ins Studio kommt und... dass du dann sagst, oh hey, I like your music. Hallo, lass mal einen Trinken gehen. Weißt du, und jetzt habe ich gehört, dass sie hier war. Mhm. Als er hier hinkam, dann habe ich dann angerufen, die Plattenfirma, dann haben sie gesagt, ja sicher, hier VIP und so weiter. Und ich sage, ich möchte mit Björk sprechen, endlich mal. Ja. Und das haben wir gemacht und ich war begeistert von dem Konzert. Diese Energie, barfuß und Wahnsinn. Das war echt, gefällt dir die Musik auch von Björk? Ja, sicher gefällt mir die Musik, weil es halt... eine Ausdrucksform ist und die so stark ist. Ich glaube, man muss, wenn man die Musik liebt, muss man sie auch mal gesehen haben, um zu verstehen, die Körpersprache und barfuß, wie sie das alles einsetzt. Und dann haben wir da anschließend geredet und dann haben wir uns gegenseitig ein paar Komplimente gemacht und dann fuhr sie weiter nach Lyon, das nächste Konzert. Die fuhren ja mit einem riesen Bus rum. Und ich finde schon, dass das was ganz anderes ist. Ja. Björk. Und da wird bestimmt noch auch ganz viel, ich habe ein Interview gesehen in Amerika, wie sie das erklärt auch alles. Dieses Organische, wie sie das braucht, die Berge, die Meditation, die sind ja auch wahnsinnig abergläubig, glaube ich, so in Island. Mhm. So. Aber was ist eine kleine Person von der Figur, aber was sie für eine Energie, wie groß die auf der Bühne wird. Ja. Und die springt ja, und das war also ein echtes Erlebnis. Sehr gut. Ja, das ist dann lustig, dass ihr zusammen in einem Film spielt, dass du dann nachher sie auf der Bühne sehen kannst und dann das auch großartig. Und dann das erste Mal eigentlich zusammen sprechen, das erste Mal, weil das ist halt, das passiert auch selten.
Ja. Normalerweise sprichst du natürlich mit Probst und so. Und ich weiß gar nicht, was Björk alles noch bringen wird, aber bestimmt noch einiges. Mhm. Es war ja ein großes Konzert, also sie war ja in Los Angeles. Ja. Und meine Freundin Madonna springt auch rum, das ist doch wunderbar. Die springen alle. Die springen alle, die Frauen, das ist auch wunderbar. Wunderbar. Die eine springt so, die andere springt so. Und alle kaufen die Platten, super, sehr gut. Es gibt da ein Projekt von dir, das ist ein Dogma-Film, wo du Regie führst. Mhm. Das heißt A Broken Cookies und da geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, um einen transsexuellen Behinderten, der hauptsächlich sein Geld oder ihr Geld mit sein Geld. Telefonsex verdient. Ist das richtig? Ja. Also es geht darum, der Film heißt Broken Cookies, The Story of Lola Stein. Mhm.